Erstmal abspeichern. Hunderteinundzwanzig schon, okay, cool. Der ist schon 125. Was geht mit dem? Noch drei können mit. Ich weiß nicht, wie viele Charaktere ich hier noch bekomme. Wen nehme ich denn mit? Ich glaube, ich möchte gerne mal Shinon sein. Dann nehmen wir noch Kirito mit. Und Klein natürlich. Jetzt muss ich nur noch meine Gruppe kurz machen. Die Mitglieder Klein. Oh Mann, das nervt mich ein bisschen. Ich muss das hier auch gar nicht machen, weil er eigentlich mit dem Katana kämpft, aber ich guck mir das lieber an. Feuerball, sehr interessant, was der alles kann. Kirito! Erste Hilfe hatte dabei, das ist gut. Was kann dann eigentlich Shino? Kann die auch? Erste Hilfe? Magie? Nee, kann sie nicht. Ach, Scheibenkleister. Da kann sie auch nichts. Ich glaube, sie kann nur mit einem Bogen spielen. Ja, gut, wird interessant. Ich weiß es nicht. Akane macht das draußen. Anscheinend bist du endlich bereit. Endlich! Ich habe gar nicht so viel gemacht. Ja, wo ist denn dieser Dungeon? Nördlich des Teleporters von Woglinde. Auf geht's. Erstmal muss ich zum Shop und muss die Sachen, die ich gefunden habe, identifizieren lassen. Die sind hier alle ein bisschen schreibfaul, weißt du? Ich kann nicht lesen. Hast du endlich bessere Sachen, bessere Waffen? Nee, hat er noch nicht. Doch, Volltreffer. Der ist, glaube ich, besser. Rang 2. Der ist auf jeden Fall besser. Jetzt hat er schon Rang 2 Waffen drinne. Ja, falsche Tür. Dann schauen wir uns mal an, wie Shino so drauf ist. Hast du PS Plus? Nee, habe ich nicht. Ich habe schöne Flügel. Oh, warte mal. Nein. Wow, das war knapp. Warte mal. Ich will gerne wissen, was... Guck mal, was klein gehört zu den Salamandern. Oh.
Hilfe, was ist jetzt? Oh, shit. Shit, es spackt rum. Nein, nein, nein. Ich muss noch schnell... gerade spackt mein Aufnahmeprogramm rum. So, jetzt müsste es rein theoretisch wieder funktionieren. Schauen wir mal. Ups, ich habe nicht auf meine Ausdauer geachtet. Hol die Bratpfanne und hau sie kaputt. Ja, Shino kämpft mit Bogen, glaube ich. Ja. Sie hat einen Bogen. Jetzt will ich mich gerade mal austesten. Nee, das ist falsch. Wow! Warte mal. Oh, wow. Das ist aber mit Dreieck hier ist gar nicht so einfach. Wow. Bis ich den getroffen habe, ist Weihnachten. Der perfekte Charakter für mich. Kannst du Kirito spielen? Ja, kann ich danach gerne machen. Ich habe jetzt gesagt, dass ich in jeder Mission einen anderen Charakter spiele. Wir haben jetzt schon ein paar ausgewählt, ein paar... ausprobiert. Ich finde zum Beispiel Silica total toll. Mit ihrem Drachen. Ich glaube, ich muss hier rein. Jetzt kommt der Bogen und dann sehen wir mal weiter. Asna muss ich auch noch spielen, genauso wie Klein. Der ist ja gerade erst unsere Gruppe beigetreten. Also uns bleiben noch ganz schön viele Charaktere, die ich ausprobieren möchte. Kirito ist am coolsten. Ach, das würde ich jetzt nicht sagen. Er kann am besten von allen schreien. Seine Kriegsschreie sind genial. Aber am coolsten würde ich nicht sagen. Das ist also der Eingang zum Dungeon. Anscheinend ist die Tür versperrt. Hab doch gesagt, ich hab den Schlüssel. Lass mich ans Schloss, das hab ich ihm nur geöffnet. Einfach hier rein und dann... Ha, die Tür ist offen. Los, folgt mir, starten wir durch. Warum ist er so aufgeregt? Er ist lauter und nerviger als sonst. Keine Ahnung, er hatte schon vor dem Gasthaus gestanden und ungeduldig gewartet, dass wir fertig werden. Weniger reden, mehr kämpfen. Kommt endlich, wir wollen weiter. Schon gut, bleib ruhig, wir kommen ja. Was gibt's denn hier so Tolles? Außer Gegner? Aua, wie soll ich mit der ausweichen, wenn ich... Die Tür öffnet sich. Was machst du da? Die komische Verrenkungen? Die Tür ist versperrt. Okay, ich bin keine große Hilfe, ich glaube. Shinon spielt sich lieber selber, also als NPC ist sie weitaus gefährlicher, als wenn ich sie spiele.
Deswegen finde ich es ja so cool, dass man alle ausprobieren kann. Ihr macht das viel zu schnell. Ich habe gar keine Chance zu zielen. Klein, beruhig dich. Okay. Ich guck mich hier mal kurz um. Schatzkiste. Geheimraumschlüssel. Komme ich jetzt da hoch? Gut gemacht, weiter so. Du hörst einen Mechanismus. War die vorhin schon da? Jetzt mal sehen, die habe ich total übersehen. Das ist aber auch hier verwinkelt. Ach, guck mal da. Wer hätte das gedacht? Das ist aber ein starker Wind. Der Schalter, den wir gezogen haben, muss ihn aktiviert haben. Ergibt Sinn. Wenn wir uns vom Wind nach oben tragen lassen, müssten wir diesen Gang erreichen können. Das ist nicht die ideale Art zu reisen für eine Dame. Sehe ich auch so. Ich habe eine Hose an, also ist es mir egal. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwas verpasse, aber irgendwie ist der Dungeon so leer. Wir haben wohl den Bossraum gefunden. Was wollt ihr tun? Na, natürlich kämpfen. Was glaubst du? Hauen wir rein. Das höre ich gerne. Los geht's. Als ob ich jetzt noch zurückgehe. Ich habe zwei starke Jungen. Shit, daneben. Ich komm nicht raus. Ich bediene ja gerne. Wow! Dankeschön. Ich würde ihn ja gerne anvisieren, aber ich krieg ihn nicht. Mist, einer ist vergiftet. Hallo, Sinna. Kirito ist vergiftet.
大したことなかったな。しゃあ、見たか、俺様の実力。やりましたね。お見事です。 噂通りあったぜ、トントゥの花。 Ja, es stimmt. Meine Infos stimmten. Dieser Boss hatte Tontus Blume dabei. Interessant. Ich habe nicht erwartet, so etwas in Arlo zu sehen. Shino, weißt du, was diese Tontus Blume ist? Ja, ein Tontu ist eine Kreatur aus der nordischen Mythologie, ein Waldgeist. Die Welt in Arlo basiert auf keltischer und nordischer Mythologie. Genau, anscheinend konzentrieren sie sich in Sword Alpha noch stärker auf diese Thematik. Die Monster-Designs, Hintergrundinfos, alles ist stark von nordischen Legenden beeinflusst. Das erklärt, warum die Monster alle ein Thema zu teilen scheinen. Genau, die künftigen Bosse werden wohl auch auf den nordischen Göttern und Titanen basieren. Wir werden wahrscheinlich Asen, die Frostriesen sehen. Ich bin aufgeregt. Das ist sehr faszinierendes Material. Absolut, klingt nach einer Menge Spaß. Du scheinst eine Menge über das Thema zu wissen, Shino. Hast du so etwas schon mal studiert? Nun, ich lese nur viel Fantasy, das ist alles. Oh, verstehe. Also, übrigens, wusstet ihr, dass die Tontu angeblich Glück bringen sollen? Wirklich? Dann hat man sie wohl gern um sich. Klein, wolltest du die ganze Zeit diese Blume haben? Ja, das ist ein super seltener Gegenstand und fast unmöglich zu finden. Ich werde sie Seven schenken, hoffentlich gefällt sie ihr. Was, dafür wolltest du sie? Wirklich, Klein, ich bin enttäuscht. Du bist also jetzt auch einer ihrer Fans. Ich sag doch, steck mich nicht in diese Schublade. Nicht nur ich, sondern wir sind der Seven Fanclub. Fanclub? Heißt das, du bist so eine Art Seven Groupie? Die Feder-Accessoires sind symbolisch. Eine Feder ist nur eine Feder, aber die Summe ist mehr als ihre Teile. Kirito, du nicht auch noch? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur aus Kleins Perspektive darüber nachgedacht. Genau, Seven ist keine einfache Sängerin. Das dürft ihr niemals vergessen. Oh, meine liebe Seven, meine Liebe für dich ist unvergänglich und ewig. Ihn hat's erwischt. Ich kann nicht glauben, dass sich ausgerechnet Klein in dieses Mädchen verknallt hat. Ich bin sowas von erledigt. Gehen wir zurück in die Stadt und vergessen das. Ich verkünde den Rückzug. Überlassen wir Klein seinen wilden Träumen. Wo gehen denn alle hin? Wartet auf mich! Du Spinner! Deswegen habe ich den Dungeon hier gemacht, damit du deine tolle Blume bekommst. Als Geschenk oder was? Hallo, Shamrock hat die Stadt schon eine Weile nicht verlassen. Wollt ihr das Spiel denn nicht weiterspielen? Im Moment nicht, das Spiel ist wichtig, aber aktuell richten wir alles für Seven's Event her. Seven's Event? Klingt interessant. Sorry, ich habe noch viel zu tun und kann meine Zeit nicht mit Plaudern vergeuden. Wir sehen uns später. Und weg ist er. Sie waren dem Abschluss dieses Gebiets am nächsten, konzentrieren sich aber auf andere Dinge, eine seltsame Gilde. Jeder spielt so, wie er es gern mag. Während die Pause machen, holen wir auf. Der Levelboss wartet auf uns. Ich bin dabei. Was ist los, Kirito? Ich glaube, wir werden beobachtet. Aber hier ist niemand sonst. Ja, du hast recht. Na los, gehen wir. Ich finde die immer noch wahnsinnig hübsch. So, wir ändern natürlich wieder unsere Gruppenmitglieder. Also, Kirito hatte ich, Silica hatte ich, Philia hatte ich und mehr habe ich noch nicht gespielt. Dann sind wir jetzt mal dran mit Asuna.
Ja, ich werde auch wieder Kirito spielen und am Ende werde ich bestimmt die ganze Zeit nur noch Kirito spielen. Aber jetzt möchte ich erstmal jeden Charakter ausprobieren. Ich weiß zum Beispiel, dass Shino nichts für mich ist.